Hallo, servus zusammen. Wir grüßen aus der Halbzeit. Es bietet sich mal wieder an und wir haben unseren Taktikfuchs vom Jarnbrock hier, Max. Und da haben wir uns gedacht, wir hocken uns in der Halbzeit nochmal für den Aftermatch-Talk schon mal vorab zusammen. Max, grüß dich. Hallo in die Runde. So, wir haben die Halbzeit erreicht. Was ist dein Fazit? Ich sag dir mein Fazit. Ja. Und du sagst mir, was da alles falsch dran ist. Ich finde, wir haben uns nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Das wäre zu viel. Aber wir haben nicht so viel Butter. Wir haben nicht schlecht gespielt, wir schlagen uns gut, aber wahrscheinlich würde ganz gut passen, dass wir halt einfach nicht diese Art von Qualität haben, wie es ein HSV zum Beispiel hat. Ja, ja, wie soll man das beschreiben? Einfach das erste Tor, das war ein wunderschöner Kopfball, da darf einfach ein Königsdörfer nicht so frei sein. Der Ballas hat da einfach geschlafen, auch das zweite Tor war super rausgespielt, auch wieder eine tolle Flanke. Und du siehst es einfach in vielen Aktionen, wir sind oftmals einfach ein bisschen zu spät. Zwei, drei Schritte zu spät, Tackle kommt zu spät, wir sind ein bisschen zu langsam. Ja, und ansonsten, der HSV hat viel Zeit zum Aufbauen, versucht es wie immer, Baumgart typisch mit vielen Flanken. Ja, was sagst du dazu? Ja, also ich glaube, du hast es schon ganz gut gesagt. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, Qualität ist ein Argument, definitiv. Aber man muss auch die Situationen ja zulassen, diese Qualität auszunutzen, sag ich mal. Also wir wollten ja, das Zentrum dicht machen, gerade Meffert aus dem Spiel nehmen. Das hat anfangs gut geklappt, aber wir sind immer mehr abgedriftet, sag ich mal, von dieser Idee. Wir sind immer tiefer im Pressing geworden, teils sogar Fünferkette mit Bröger als rechter Schienenspieler. Also unsere Idee war definitiv Mann gegen Mann. Mhm. Aber das Problem bei Mann gegen Mann ist halt, dass du die, ja, gerade gegen solche Gegner immer wieder, du provozierst in ihre Qualität. Und das ist für mich definitiv ein Punkt, wo ich sagen muss, ja, das muss man überdenken. Und da ist die Aufgabe für die zweite Halbzeit, dass wir vielleicht mehr im Raum machen, kompakter stehen, sage ich mal. Ja, das ist so die Punkte. Ja, ich würd gerne mal kurz auf was einhaken, wo du gerade gesagt hast, dass wir Meffert in der Mitte und scheinbar gut aus dem Spiel genommen haben. Vielleicht zeigt sich dadurch auch die Qualität vom HSV ganz gut so. Ja, das fehlt ihnen, deswegen müssen sie so lange aufbauen. Aber sie verlagern es halt dann immer auf die Seite. Ja. Und gerade eben, jetzt, du hast eine Zeichnung hier, Balde gegen Ziege ist ein sehr ungleiches Duell. Ziege gibt alles, was er kann, aber Balde ist halt einfach von der spielerischen Qualität brutal. Und nein, wenn der halt einen Abschluss sucht, du hast halt in der Mitte einen Richter, einen Königsdorf und einen Glatzl. Also vielleicht noch um zu ergänzen. Also ich glaube, Glatzl versucht immer wieder zwischen Bräunig und Ballas immer wieder diese Räume. Das ist das Problem zwischen den Innenverteidigern. Du fragst dich immer, hey, wer ist zuständig? Ja. Und da Joe hat angewiesen, ich hab's gesehen, Bräunig sollte an ihm dran sein. Ja. Und genau zwei Minuten später kommt die Situation, kommt die Flanke und dann ist das Problem da. Er ist zu spät und dann das Eigentor. Ja. Und ich glaube, sie wollen einfach immer wieder diese Überzahlsituationen schaffen, der HSV. Ja. Und das gab es ja immer wieder gut. Sie kommen immer wieder weiter, immer wieder in diese Progression rein. Was ist eine Progression, Max, für unsere Zuhörer? Ja, das ist mehr oder weniger die Ballzirkulation. Ja. Also verstehst du, ich meine einfach der Ballbesitz. Sie kommen mit dem Ball immer weiter. Ja, und versuchen quasi mit dem Ball einen Raum zu überbrücken. Ja, genau. Sie kommen ja von einer Zone, von der einen Überzahlsituation in die andere. Okay. Und das ist einfach das Problem, dass wir das, ja, wir sind zu spät in die Duellen. Und das macht der HSV halt brutal gut. Unsere Wege sind zu lang, wir kommen zu spät in den Zweikampf, dann verlagern sie wieder, wir müssen immer weitergehen und das ist das Problem. Wie ist es, wie siehst du unsere Offensive? Ich meine, wir haben wieder kein Tor gemacht, also kann man jetzt nicht unbedingt von Effektivität sprechen, aber schlägt sie sich ganz okay, schlägt sie sich gut oder ist es sehr mau? Ja, also ich glaube, wir wollten gerade Domi Kota in diese 1-gegen-1 Situationen bringen, immer wieder nach innen ziehen. Ja. Und ich finde, das hat gut geklappt. Also auch, ja, wir haben ihn, die Situation hat er bekommen, definitiv. Aber er hat dann den Moment verpasst, dass er abspielt, spiele ich ab. Und das ist noch, ja, so sein Punkt, muss ich sagen. Ja, wo er dran arbeiten muss vielleicht. Mhm. Aber man sieht, die Ansätze sind gut. Und das, was würdest du umstellen? Jetzt in der Halbzeit, würdest du umstellen? Würdest du weg? Oder? Ich würde Luis Bräunig runternehmen. Er hat mir leider nicht so gut gefallen. Also ich finde, seine Ansätze sind immer gut. Man merkt, hey, der hat das gewisse Extra. Aber ja, so der Bewegungsapparat, sag ich mal, er ist teilweise noch ein paar Probleme gegen diese Trippelstarken, gegen diese wendigen Spieler. Und ja, ich glaube, dass ich da aber schon. Aber wen würdest du dafür reinschmeißen? Ich habe hier die Ersatzbank vor mir. Also ja, das wäre jetzt mein Punkt. Also, das ist eben das Problem. Ich würde ihn runternehmen, aber dann schaue ich unsere Bank an und denke mir,
Ja, da wäre halt jetzt Alex Bittrov nicht schlecht, ne? Ja, genau. Also das ist halt nun das Problem, das wir auch in der Abstiegssaison hatten. Du willst jemanden, du willst was verändern vielleicht, aber dann hast du nicht das, ja, nicht die Spieler dafür. Ja, 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 ja. Also natürlich kannst du die bringen, aber ist es das richtige Spiel dafür? Das muss ich halt immer fragen. Ja. Sonst noch irgendwelche Umstellungen oder irgendwelche Sachen, wo du mitgehen würdest? Es ist ganz schwierige Spiele. Also ich muss ehrlicherweise, da widerspreche ich dir jetzt auch mal, ich finde es nicht sonderlich schwierig. Ich bin der Meinung, sie dürfen sich auf jeden Fall nicht von der Psyche runterziehen lassen. Sie können mithalten. Also das 2-0 ist schon irgendwo gerecht. Es hätte aber auch nur 1-0 stehen können. Also das erste Tor hätte so nicht fallen dürfen. Da war er viel zu frei. Das zweite war super. Hätte auch 1-2 stehen können. Aber wie gesagt, Videobeweis, heute auch mal meine Kritik am Videobeweis, das war zu lange. Das war für mich nicht eindeutig. Ja, ja, aber naja, ist halt so. Ich glaube, dass halt das so die Momente sind, ja, die den Sport, sage ich mal, ein bisschen kaputt machen, weil du jubelst, du denkst, du bist Mainz 1 drin und dann kommt der Videobeweis. So lange, ne? Aber gesagt, schauen wir mal. Ja. Ich würde heute insofern widersprechen, ja, es ist ein schweres Spiel, aber es ist nicht unlösbar. Sie müssen dranbleiben. Ja? Das wäre eine gute Idee, jetzt dann schon anpeitschen hier im Turnfunk. Ein Schritt nach dem anderen. Konzentrierter bleiben, einen Schritt früher bleiben, vielleicht auch manchmal nicht so unordentlich abfropfen lassen, so unordentlich hohe Bälle schlagen und dann... Ja, vielleicht einfach, es ist eine Phrase, aber es trifft schon gut zu, dass ich sage, müssen den Zweikampf früher suchen müssen, den Moment im Kopf und in den Füßen einfach schneller da sein und dann glaube ich, ja, dann können wir da auch mit einer guten Leistung wenigstens einfach. Ist klar. Dann Max, danke für deine Zeit schnell und hoffen wir, dass es in der zweiten Hälfte besser wird. Ja. Wir werden sehen. Bei Münster hat es damals ja funktioniert. Servus zusammen, willkommen zum Aftermatch-Talk von 1889 FM. Ich bin der Tom, neben mir ist der Gulli. Gulli, grüß dich. Ja, grüß dich, Tom. Was soll man großartig sagen? Ich würde sagen, wir sparen euch nochmal die ganzen Tore, weil ihr habt es entweder selber gesehen oder bis dahin vielleicht auch in den Highlights. Oder man muss auch sagen, eben die Tore von Tom P. zum Beispiel sind auch sehenswert. Also schaut euch bitte in den Highlights an. Ja, Gulli, wie geht's dir nach dem Spiel? Ja, also soll man sagen, man hofft halt, dass man halt einen Punkt mitnimmt, vielleicht in unserem Spiel in Hamburg, aber ja, hat sich halt dann auch nach der ersten Minute schon abgezeichnet, dass wir halt einen Rückstand gehen. Dann haben wir in der 15 Minuten draufgelegt und dann hätten wir mal eins gemacht und ja, dann wird's zurückgenommen. Und ja, und dass man halt dann natürlich einmal in Hamburg vielleicht einmal 3-4 oder ja, wie es diesmal passiert ist, bekommen kann, ist natürlich auch klar, aber man muss einfach jetzt weiter daran arbeiten über die Woche und dann wieder Vollgas zu geben und es möglichst nicht zu sehr in die Köpfe zu lassen, dieses Ergebnis. Ja, ich hatte mit Max in der Halbzeit gesprochen, da waren wir eigentlich noch relativ optimistisch, weil wir uns ja gut geschlagen hatten. Zentrum war dicht, haben wir keine Lust. Wir kommen viel über die Flügel, wofür Stefan Baumgart ja bekannt ist. Ja, und mein, vielleicht wird es mit der Umstellung besser. Wir haben nicht viel umgestellt und recht viel besser wurde es nicht. Wobei man ja auch dazu sagen muss, und das würde mich interessieren, ob das auch dein Eindruck ist, Bulli, fandest du es die komplette zweite Halbzeit so schlecht, dass man sagt, okay, es war klar, dass wir 3 Tore kassieren? Oder fandst du es gemischt? Also es war eher, wie du sagst, gemischt. Also, dass wir jetzt in der zweiten Halbzeit nochmal 3 fangen, hätte man jetzt nicht, auf jeden Fall nicht gedacht. Und ja, klar, haben natürlich jetzt ein paar Einzelsituationen, wie du gesagt hast, von Dompe oder Selke, der dann für mich doch, auch wenn Bräunig zieht, zu viel zieht und das wird dann durchgewunken, das Tor. Ja, und dann ist es halt, ja, fast schon deprimierend, dass du halt dann nochmal eben 3 Gegentore in der zweiten Halbzeit, wie es so schön heißt, fressen musst. Ja. Und ja gut, wir müssen halt auch auf der anderen Seite schauen. Freilich hat Hamburg, wenn ich jetzt die Auswechselbank, die Ersatzbank anschaust, mit Reis, Selke, Dompe, Ferrei, natürlich eine gewisse Klasse da draußen sitzen. Und dass dann jeder Wechsel fast gleichwertig ersetzt wird. Aber wir müssen halt auch selber auf uns schauen und da ist halt jetzt ein so ein Punkt. Wir müssen auch an unserer Torausbeute halt was machen, weil wir haben jetzt heute das 5. Spiel gesehen in der Liga und ja, bisher blieb es bei dem einen Treffer gegen Ulm, der zwar 3 Punkte wert war, aber da müssen wir halt noch verstärkt dran arbeiten. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, was unsere 3 Auswärtsspiele betrifft, wir waren in Hannover, wir waren in Berlin und jetzt in Hamburg und diese 3 Mannschaften werden mehr oder weniger bis zum Schluss um den Aufstieg oder die Relegation spielen. Also man muss jetzt auch das in einer gewissen Weise einordnen. Für uns kommen auch noch die Auswärtsspiele, wo es heißt,
da nehmen wir die Punkte mit. Ja. Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Ich möchte muss ich nochmal kurz überlegen, wie ich das sage. Also ich sehe es so, wir haben in der zweiten Halbzeit eigentlich relativ gut gespielt, aber du hast halt am Ende vom Tag einfach, um das muss man so mal sagen, Hamburg hat ein anderes Regal, aus dem sie sich bedienen können. Und das merkst du am Ende vom Tag einfach auch, wie gesagt, alleine die beiden Tore von Jean-Luc Dompe, auch das von Selke, die waren einfach gut rausgespielt. Das war ein sehr körperbetontes Spiel, da haben sich die Hamburger oft sehr, sehr gut durchgesetzt. Ja, und was müssten dann machen? Ich denke, dieses Spiel ist einfach ein eindeutiger Fingerzeig, wie du gesagt hast, wo es hingeht, wo wir stehen, wer wir sind, was wir machen müssen. Das heißt aber nicht, wie ich jetzt schon in einigen Kommentaren lesen durfte, dass wir da jetzt alles auf links drehen müssen und nur schlechte Laune und alles kacke. So, wir haben ja gewusst, wo es hingeht. Wir haben gewusst, wer wir sind, was wir haben, wo wir stehen. Und das Einzige, was ich von der Mannschaft mir jetzt wünschen will, ist, dass sie das auch wissen und dass sie da jede Woche hart dran arbeiten, unsere Torausbeute dringend verbessern müssen, hinten stabiler stehen müssen. Wir sind nicht mehr in der dritten Liga, wir sind in der zweiten Liga. Das muss uns klar sein. Ja, wir brauchen Punkte, weil 3 Punkte ist nicht viel. Und einfach weitermachen, kämpfen. Wir wissen, wie gesagt, wo wir stehen, das annehmen. Und dann wird schon irgendwas möglich sein. Aber wie gesagt, gerade so Gegner wie Hamburg zeigen dir halt am Ende vom Tag wieder, wo du stehst, wo wir stehen. Aber deswegen muss jetzt nicht gleich die ganze Bude brennen. Ja, Mann. Wir haben schon gesagt, was für eine gewisse Klasse hat, wenn man es vielleicht, ja, möglichst nur durch Kampf mehr unter Druck setzt und einfach dann ihnen die Freude am Spiel nimmt, dann ist auch eine gewisse Chance dann da für die Gegner oder für uns bloß. Ja, es geht halt schon los, dass du halt gleich in der ersten Minute ein Tor macht. Und dann ist halt natürlich gegen so eine Mannschaft auch schwer zu agieren. Absolut. Aber da will ich kurz, schön gut, da will ich aber gerne reingrätschen. Genau das ist dieser Punkt. Dieses 1-0, das darf mir so nicht passieren. Ein Königsdorfer darf so nicht freistehen. Das darf nicht so erspielt werden. Aber da sind wir bei dem Punkt, ein HSV kann das. Und da müssen wir aber dann sagen, okay, da müssen wir dagegenhalten, da müssen wir alles reinwerfen, da müssen wir von Anfang an, von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde da sein, da müssen wir brennen, da müssen wir aufschauen, da müssen wir Gas geben, weil nur so werden wir bestehen. Wir werden hier leider nicht die großen Zauberverteidigungskünste sehen. Aber was wir sehen, ist Kampf, Leidenschaft, Erfolg und Tradition. Das wäre hier nur zum Sänger her, aber genau. Ja, wie man schon gesagt hat, Tor in der ersten Minute, es war ja jetzt in der Saison das erste Gegentor, das wir relativ früh bekommen. Und dann macht man es uns in einer gewissen Weise halt auch immer besonders selbst schwer, wenn man halt immer in den ersten 10 Minuten ein Tor fängt. Und da müssen wir halt, du hast es auch angesprochen, die Abwehr ist gut, aber wir müssen halt einfach jetzt die zweite Liga da in einer gewissen Weise anders beackern. Ja, absolut. Ich denke, wir würden uns jetzt sonst nochmal wiederholen, Gulli, deswegen würde ich sagen, lassen wir es gut sein. Aber nochmal ein kleiner Ausruf, und das möchte ich aber auch nochmal wiederholen, weil das wichtig ist. Täuscht euch bitte nicht bei unserem Turm vor. Ich glaube, wir sind beide auch mehr wie angefressen. Nur uns ist halt beiden auch klar, dass es nichts bringt, wenn wir jetzt nur ausrasten und sagen, alles doof, alles schlecht, alles mies. Wir wollen auch nicht schön reden, das war nicht gut. Aber wir brauchen nicht noch schlechter reden, als es wirklich nicht ist. Wir müssen dranbleiben. Es ist der 5. Spieltag, wir haben noch 29 to go. Dranbleiben, kämpfen, es ist nicht alles verloren. Ja, wir müssen nur besser sein als 3 andere Mannschaften. Und das ist am Ende immer noch drin. Wie gesagt, und wir reden hier nicht schön, nur meiner Meinung nach, und ich glaube, Gulli, da bist du bei mir, bringt es nichts, wenn wir weiter drauf haben. Na, definitiv nicht. Und in diesem Sinne, sagen wir jetzt einfach leise zum Abschied. Servus, Gulli, mach's gut. Servus, Tom, Max, sag gut, und ja, für dich. Aus, rechts, Flanke, Kopfball. Okay. Und schon sind wir mit 1-0 in Rückstand. Nein, dann wird heute auch in der Mitte der Stürmer vom HSV gnadenlos freigelassen. Das ist Königsdörfer. Der kann sich Gebhardt lang machen, wie er will. Der Brügger steckt rüber, Konter, ja! 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 Fehlpässe ausnutzen können wir auch! Ja, jetzt offiziell auch auf der Anzeigentafel zurückgenommen. Anscheinend dann doch wieder laut Videobeweis ganz knapp abseits. Ja, weiterhin 1-0 dann für den HSV. Schade. Wieder Glatzel! Und 2-0. Wir sind immer einen Schritt zu spät. Allerdings ist Schönfelder da gleich dran. Heftig versucht, diesen nach innen zu ziehen. Ja. Schönfelder hält ihn gut. Da kannst du Gelb kriegen, ja. Und da gibt es jetzt auch Gelb dafür. Das ist ja richtig so. Da brauchst du einen Mammeln, Oskar.
Freund und Verein vorbei, wäre aber eh abseits gewesen. Der Assistent hatte die Fahne oben. Ernst hat jetzt den Ball, spielen zu Schönfelder, die alle gut bedrängt werden. Schönfelder geht vorbei, Schönfelder wird dann nur umgerätscht, nur in den Mann. Also da kann man schon mal gelb geben. Da brauchst du jetzt auch nicht tun, als hättest du einen Krampf, junger Mann. Daher dann nur Schönfelder erwischt. Jetzt gibt es auch gelb für die Nummer 30. Das war, ja, heftig. Jan verliert wieder den Ball, Glatzl, aber jetzt muss Geipel im Foul ziehen, um Glatzl zur Foul zu bringen. Ja, da wird er auch gelb sehen, ja. Ja, war leider nicht anders möglich, aber besser so, bevor Glatzl da weg ist. Ziegele da im Zweikampf mit Balde in der Hälfte der Hamburger. Ja, Balde holt sich die Kugel, aber sein Befreiungsschlag wieder beim Jan. Leider das 3:0 für den HSV, aber was für ein Schuss. Jetzt 2 gegen Glatzl, gut gemacht. Ball erobert, Sebastian Ernst, Dominik Kota, Christian Fitt, lässt sich da ein bisschen einfach die Kugel abnehmen, zieht dann nochmal nach und reißt dann, ja, sieht etwas Ding aus, Jonas Meffert um, ja, und den er die Kugel ja entsprechend verloren hat und zieht dann eine gelbe Karte. Mit mal zurück auf Gebhardt, der wird jetzt angelaufen, macht da aber trotzdem souverän. Spielt dann auf die andere Seite Florian Ballas, der versucht mit einem Chipball auf die Brust von Ernst, bringt ihn unter Kontrolle. Jetzt Fiete über links, wieder unterstützt von Schönfelder und Kota. Jetzt muss er spielen, ja, ist gut, gleich in die Mitte. Ah, dann verpasst Kota ganz knapp und dann befreit sich der HS. Und Pfiff, Foul an Max Meyer und Gelb für, was ist denn das, für die Nummer 29. Und da steht Davy Selke aus 3 Meter Torentfernung, macht es wieder schwierig für Gebhardt. Gelb für Ocholski. Erhöhen auf 4:0. Und wieder die Hamburger. Jetzt wird wieder auf links Dompe geschickt. Ocholski geht in den Zweikampf vor sich. Ja, und zieht Alter. Wieder ab. Das gibt's doch nicht. Diesmal ins lange Eck. 5:0. Zieht da auch noch Hofsky vorbei. Geht da noch ein, zwei Meter, schießt wieder rechts und da kann Gebhardt wieder nichts machen.